Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Beim letzten Mal haben wir eine krasse Erinnerung einmal uns angeguckt. Also ich krass, die war ich. Ja, nice war die. Und haben ein bisschen was zum Spähposten geguckt, also nach dem Rechten gesehen. Und nur um Kleinigkeiten erledigt. Und jetzt geht's weiter. Jetzt geht es weiter. Theoretisch. So. Also wir haben theoretisch zwei Questgeber hier. Dann könnten wir zum Steakhouse gehen. Und da auch nochmal quaken. Und dann gehen wir den Quest nach. Die Stemmschleine, ja. Schlemmsteine sind ganz plötzlich verschwunden. Manchmal geschehen merkwürdige Dinge. Ja, Goronia ist nun wieder so lebhaft wie zuvor. Und wir haben das Gasthaus an diesen jungen Goronen übergeben. Eigentlich könnten wir uns jetzt einen kleinen erholsamen Urlaub gönnen, oder? Warum sehen wir uns nicht den Mond an? Weißt du noch, wo wir geboren wurden, leuchtete auf dem Boden der Vollmond. Was? Der Anblick war atemberaubend. Eine hervorragende Idee. Ich erinnere mich noch gut daran, wie beeindruckend ich davon war. Aber seit die Lava abgekühlt und gehärtet ist, hat sich die Gegend komplett verändert. Ich weiß nicht mehr, wo wir diesen Ort wiederfinden sollten. Also folge ich dir, Volko. Wie? Aber ich dachte, wenn einer von uns weiß, wo das war, dann du, Bruder. Oh, hast du uns etwa zugehört? Die Goronen werden aus Fels geboren. Volkon und ich wurden am selben Ort geboren. Deshalb könnte man sagen, wir sind Felsbrüder. Der Ort unserer Geburt befindet sich in einer Höhle. Doch inmitten der Dunkelheit leuchtete am Boden der Vollmond, ein wahrhaft mystischer Anblick. Und es war nicht etwa Nacht, sondern mitten am Tag. Das kam mir merkwürdig vor, obwohl ich ein kleiner Kiesel war. Darüber hinaus weiß ich nur noch, dass es irgendwo am Kusatzsee in der Schlucht von Eldin gewesen ist. Und mehr nicht. Ach, in meiner Erinnerung ist alles ganz verschwommen. Volkon, kannst du dich noch an etwas erinnern? Nein, wie sehr ich mir auch den Kopf zerbreche. Doch vielleicht kann ich meiner Erinnerung auf die Sprünge helfen. Wenn ich ein Bild davon sehe, wie der Vollmond auf den Boden leuchtet, könnte mir wieder etwas einfallen. Vielleicht sollte ich auf eine Landkarte starren, bis mir etwas einfällt. Kusatz. Ja. Okay. Okay. Da wollen wir eh noch mal hin, weil wir da noch nicht waren. Das heißt, da können wir uns gut umschauen. Später. Ich finde es sehr schön, dass die Pfeilbegrenzung im Nachfolger jetzt aufgenommen wurde. Ich meine, wir haben über 300 Pfeile. Das war in Breath of the Wild immer das Indiz, das, also nicht Indiz, aber der Indikator dafür, dass Läden keine Pfeile mehr verkauft haben, wenn man sie aufgekauft hat. Was dann immer bedeutet, wenn du low an Pfeilen warst, musstest du alle Läden abklappern. Und das war halt recht lästig. Wenn man es halt nebenbei jetzt machen kann und immer auf Vorrat geht, ist das schon angenehm. Lösche ich die einen da hinten, aber dann die nicht da vorne. Meister Brohan, bitte lass mich noch einmal versuchen, einen Bergspalter zu fertigen. Wagst es,
mir so zu kommen, obwohl du einfach so die Arbeit geschwänzt hast, wegen irgendwelcher Schlemmsteine? Du brauchst dich hier nicht wieder blicken zu lassen. Ich kann nicht sagen, dass mein Verhalten entschuldigen würde. Nicht sagen. Aber ich möchte noch einen Bergspalter anfertigen, wie es geplant war. Sieh dir meine Arbeit an und entscheide dann. Wenn sie dir nicht gefällt, akzeptiere ich, dass du mich rauswirfst. Na gut. Diesem Enthusiasmus kann ich schon etwas abgewinnen. Aber brauchst du nicht noch Materialien? Und zwar einen Steinspalter, 5 Feuersteine und 3 Diamanten. Habe ich sogar alles. Wo sollen wir die herbekommen? Jetzt, da du unsere Materialien und Rücklagen für Schlemmsteine verschleudert hast. Ja, ich werde mir irgendwas einfallen lassen. Okay. Enthusiasmus hin oder her. Das sind ganz schön viele Materialien, die noch fehlen zur Anfertigung des Bergspalters. Steinspalter, 5 Feuersteine und 3 Diamanten. Ja, hier. Was? Du willst mir die Materialien einfach so geben? Vielen Dank. Ich werde echt nicht mehr. Ich wusste echt nicht mehr weiter. Damit hilfst du mir also sehr. Du hast ja wirklich alles dabei. Vielen Dank. Jetzt kann ich endlich einen Bergspalter anfertigen. Meister Brohan, sieh nur zu. Sieh mir zu. Ich werde einen Bergspalter anfertigen und er wird perfekt sein. Wir kriegen einen Bergspalter. Ich werde alles geben und so hart arbeiten wie die zuvor. Meister, wie findest du das? Ein bloßer Blick reicht, um alles über das Ergebnis zu wissen. Die erhabene Würde. Dieser Glanz, der an einer scharfe Klinge erinnert, obwohl es sich um eine stumpfe Waffe handelt. Das hast du gut gemacht, Hugo. Ich habe in meinem Leben schon viele Bergspalter gesehen. Aber dies ist einer der besten. Wenn man bedenkt, dass das die legendäre Waffe von Daruk war und der jetzt sagt, er hätte in seinem Leben schon viele Bergspalter gesehen. Na gut, je nachdem, wie oft Link den kaputt gemacht hat, ne? Aber trotzdem. Ich danke dir. Das ist das erste Mal, dass du meine Arbeit gelobt hast, Meister. Eine Zeit lang bist du auf die falsche Bahn geraten. Doch nun scheinst du wieder alles im Griff zu haben. Es gibt nichts mehr, das ich dir noch beibringen könnte. Von heute an werde ich diese Schmiede dir überlassen. Und nun dann bist du hier der Chef. Meister. Ohne deine Hilfe mit den Materialien wäre es ist nicht gegangen. Zur Belohnung sollst du diesen Bergspalter haben. Das ist... Wisst ihr, wie mächtig diese Waffe ist, wenn ich den jetzt mit einem Makrokern verbinde? Die Waffe der Recken, des Recken Daruk und eines der stärksten Schwerter überhaupt. Daruk selbst wird es zwischen 2 Fingern halten. Hylianer hingegen können es kaum heben. Das Allerwichtigste ist, dass meine Kunden zufrieden sind. Also komm zurück, falls diese Waffe zerbricht. Ich brauche nur 2 Materialien, doch ich kann dir nur eine neue herstellen. Das wird jetzt eh unser unendlicher Hammer. Guck die neulich an, aber ein Foto haben wir ja schon davon. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir im Ornidorf eventuell eine Quest übersehen haben. Und zwar eine Quest, die uns den Falkenbogen gibt. Haben wir nicht 9 Leute gefunden? Nee. So. Ura hat die Nagel gelegt, die Phänomene. Noch 2 Regeln zu üben. Ja, das ist normal, genau. 8 Geoglyphen. Wir könnten theoretisch mal ins Schloss gehen, aber machen wir nicht. Das wird unsere letzte Instanz sein, wie bei Breath of the Wild.
Genau. Genau, Stelle. Oh Gott. Ja, ich erinnere mich. Ach, guck an. Ach, guck mal, man kann jetzt auch kein Ziel auswählen. Ich glaube, das ging vorher nicht. Ja, Kogas finste Pläne gehen wir wahrscheinlich an, sobald wir wieder Richtung Gerudo gehen. Ach so, das ist eine Schreinquest? So, was haben wir denn hier? Spähposten, Stall der Ebene, Knochenpferd, genau. Ja. Ah, guck mal, die können wir abgeben, oder? Oh. Ach so. Wir müssen ihm nur eine Lore in Gang setzen. Ups. Nogorone Mondlicht, Exalsee. Sucht nach einer Versteck. Ah, genau. Wer hatte da mal von der Felsschmelzquelle berichtet? Ich glaube, das war einer von denen dreien, oder? Der Alte? Ja. Ich habe von einem alten Goronen an der Goronenquelle davon erfahren, der sich mit Thermalquellen auskennt. Sie soll sich in sogenannten Magoro-Tunnel befinden, der noch etwas südlicher als die Goronenquellen gelegen sind. Magoro. Das ist der Magoro-Teich und das ist der Magoro-Tunnel. Okay. Ich glaube, es wäre smarter, wenn ich die mit dem Quest-Symbol mache. Dann weiß ich zumindest, dass es sich unterscheidet von den Sternen. So, wollen wir unseren Bergspalter einmal upgraden? Also ich glaube, so von der Reihenfolge, die wir jetzt machen könnten, wäre es am smartesten, dem Kleinen jetzt mal bei der Goropolis-Quest zu helfen. Und dann machen wir uns auf Richtung Steakhouse. Und auf dem Weg. Nee, dann machen wir uns auf Richtung Magrock. Oder Magmarock. Ach, scheiße, ja. Löschex muss ich auch noch sammeln. Da muss ich nämlich keine Eispfeile für den Magmarock in Anführungszeichen verschwenden. Oh, ja, auch noch eine Quest? Nee. Aber bei der Yonobo könnte noch eine Quest sein. Ich könnte wetten, dass Goropolis am Ende in der Schienen auf mich wartet. Ja, probier's doch mal. Hä? Wo kommst du denn auf einmal her? Und woher wusstest du überhaupt, dass ich mit der Lore fahren will? Ach, egal. Bin ich wählerisch dabei, wer mir hilft. Also dann. Let's go. Also cool. Ich habe jetzt tatsächlich gehofft, dass ich ihn aber nur losschicken muss, aber das passt schon. Dann fahren wir ein bisschen mit ihm. Hurra! Ich sehe die Yonobo-Zentrale. Das heißt, dass ich es bis ans andere Ende der Schienen geschafft habe. Das ist richtig. Ja,
Jetzt, wo ich es bis ans Ende der Schienen geschafft habe, muss ich nur noch Goropolis suchen. Du bist noch hier? Ui, das war knapp. Was hätte ich ihm, hätte ich verraten, dass ich Goropolis suche? Ach so, bestimmt willst du eine Belohnung. Tut mir leid, war wohl etwas abgelenkt. Wenn ich Goropolis erstmal gefunden habe, dann bin ich stinkreich, felsreich. Naja. Ja, okay. Ja, danke schön für den Hinweis. Ja, stimmt, hier war ja nur ein Laden. In der Yunoba ist jetzt nichts mehr, das heißt. Wir gehen erstmal hier hin. Meine hätte ich von damals schon aus der Luft gesehen. Da ist er. Interessant, dass es so kaum schwebende Inseln über Eldin gibt. So ein Makrok zu besiegen ist einfach. Und das meine ich jetzt unironisch. So manchmal, ne? Passt ja, ist ja in dem Moment sogar kaputt gegangen. Ist ja witzig. So, jetzt haben wir ein schönes Herz. Wisst ihr, was ich da gerade ein bisschen glaube, was sein kann, dass man tatsächlich die Reckenwaffen gar nicht fusionieren kann? Na ja, doch, geht. Also, das ist schon ulkig, ne? Das ist schon ulkig. Aber ich mag's. Denn es hat den Vorteil, wir haben immer Feuer dabei. Das heißt, ich muss jetzt nicht immer auf Feuersteine zurückgreifen und den ganzen Krams. Ich würde die Waffe eh nicht zum Angriff benutzen. Könnte ich jetzt aber. Easy going. Ist mir, glaube ich, zu wertvoll, ne? Drei Diamanten und so. Ja.
gleich Bilder löschen. Das heißt, wir müssen ein bisschen Quests abgeben, oder? Ist einfach fast auf die gleiche Stärke kommt. Das ist ein Breitschwert. Das sieht auch richtig cool aus, oder? So. Okay, genug davon. Warum habe ich da einen Stern gemacht? Wahrscheinlich, weil da eine Höhle ist. So. Stern, 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 irgendwelche Höhlen. Ah ja, genau. So. Wir gehen jetzt zum Steakhouse mit dem Pferd, damit wir auch noch ein bisschen mobiler sind. Würde ich jetzt sagen. Ja, wobei, da müssen wir es auf dem Weg mitnehmen, ne? Könnte straight up runtergehen von Goronia. Das in Anführungszeichen straight up. Und damit quasi. Ja, wir machen so einen Schlenker. Gelb. Okay. Machen wir es mal auf Richtung Gelb. Vielleicht haben wir noch irgendwas Spannendes auf dem Weg. Ja, der war meins. Wo ich sagen muss, dass man diese felsigen Sachen besser hochklettern kann. Weil man immer ein bisschen zwischendurch laufen kann. Und man dadurch weit einfacher hochkommt. Ich bin mir noch unschlüssig, wie ich Eldin am besten erkunde. Komm, hau ihm einen auf die 12. Ja, los. Ist egal. Oh, ich bin so gespannt, wenn wir den ersten Drachen besiegen. Ich glaube, wir können ihn mit Yunobo als Tank und Talin so als Bulin als Damage-Dealer eigentlich ganz gut machen. Oh, guck mal, wir müssen jetzt nur noch einen Pfeil ausgeben, weil das ja 3 Schuss sind. Er hält die Schnauze. Das ist angenehm. Und da ist auch die Höhle, die besagte. Moment, beziehungsweise der Tunnel, ne? Bisschen verwunderlich, aber gut. So.
So, dann wollen wir mal in die Höhle rein, ne? Wisst ihr, dass das so angenehm ist, dass wir jetzt Yonobo haben? Und nicht immer... Oh, der Cooldown ist höher bei Yonobos Geist als bei Yonobo. Das ist ja gemein. Ist hier gleich wohl heißer? Was meint ihr? Das ist jetzt schwierig, ne? Aber ja, also er haut weniger rein, als ich dachte. Aber er haut schon ordentlich rein. Und ich glaube, das war gerade die Quelle. Oh, unglaublich! Es besteht überhaupt kein Zweifel, das hier ist die Felsschmelzquelle. Ich hatte gehört, dass der Zugang eingestürzt ist und niemand mehr hingelangt. Ah, tut mir leid, ich wollte dich nicht erschrecken. Hast du hier alles freigeräumt? Ich habe ein lautes Geräusch gehört und bin neugierig geworden. Dank dir. Dank dir ist mein Traum in Erfüllung gegangen. Tut mir leid, dass ich dir die ganze harte Arbeit überlassen habe. Doch es gibt etwas, das ich hier unbedingt tun wollte. Wenn du mich einen Moment entschuldigen würdest? Es ist theoretisch komplett strange, dass ein Ort, an dem du in Flammen aufgehst, wenn du keine Schutzkleidung trägst, weil es so heiß ist, Wasser beinhalten soll, bei dem du dir nicht die Pfoten verbrennst. Aber gut, die Temperatur ist perfekt. Und? Ah, köstlich. Ja, so hätte ich mir das perfekte Thermalquellen-Ei vorgestellt. Wie in Harvest Moon. Oh, hatte ich vergessen, das zu erwähnen? Der Grund, aus dem ich nach dieser Quelle gesucht habe, war, dass ich ein Ei in einer Thermalquelle kochen wollte. Und wenn du nicht den Weg freigemacht hättest, hätte ich sie niemals gefunden. Dafür möchte ich mich erkenntlich zeigen. Wenn du mich nur entschuldigen würdest... Toll, die besten Thermaleier in der besten Thermalquelle. Noch besser wird's nicht. Ich teile die Eier gern mit dir. Wenn du magst, kannst du dir gerne welche nehmen. Gekochtes Ei. Da möchte ich ein paar Sachen probieren, tatsächlich. So, natürlich einen Apfel. Dann... Ein Pilz. Dann Fleisch. Milch wäre dumm. Ich glaube, ein Fisch wäre auch nicht verkehrt. Und dann ein Ei als Referenz, damit ich weiß, ob da überhaupt was passiert. Okay, scheint wohl nur bei Eiern zu funktionieren. Schade. Alles klar. So, was sagt die Zeit? Wir sind perfekt in der Zeit. Du musst jetzt noch den Mayoi aus dieser den Mayoi aus dieser Höhle. Dann ist gut.
Muss ich nur herausfinden, wo der ist. Okay, der ist wahrscheinlich hier hinter. Ist ja nicht, weil es... Jetzt bin ich tatsächlich ein bisschen verwirrt. Aber dafür haben wir den hier. Und? Den Major ist bei Monstern, ne? Es gibt noch ein stärkeres Konstrukt, scheinbar. Ach so, ja, stimmt. Nee. Alpha, Beta, Gamma, Delta. Alpha, Beta, Gamma, Delta. Nee. Gibt noch ein Schwäche. Nee. Hä? Irgendwas muss da noch kommen. Das ist denn der blöde Mayui? Doch bei Tieren? Ja, das ist. Ach so, ja, natürlich. Da ging es ja noch weiter. Naja, absolut. Und von vornherein klar. Ein Mayui-Signum. Hallo Kirby. Doch, doch, alles gut. Sorry. Ich war gerade so komplett vertieft in der Suche nach dem Mayui. Willkommen. Bannsensor natürlich. So. Wäre das die Höhle? Und. Ja, in der nächsten Episode gehen wir dann zum Kusatzsee. Nur noch gleich den Schrein hier neben machen. Und. Nee, Quark. Wir gehen natürlich zum. Dingens. Ach so, hi, willkommen. Ja. Machen wir eine Markierung. Und würde ich sagen, war es das mit der Folge für heute. Nicht wundern. Und wir sehen uns. Beim nächsten Mal wieder. Also, macht es gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss.